Was geht YouTube? Ich bin's wieder, JamTV. Heute habe ich vor, meinen kleinen Bruder zu überraschen. Ich habe ihm seinen Traumroller gekauft, der 800 Euro kostet. Der hat mir letztens mal einen Link geschickt, wie der den selbst zusammenstellt und das ist sein größter Wunsch. Er hat Mama gefragt, ob er den haben kann und ich weiß auch, dass er den erst zum Geburtstag haben will, aber sein Geburtstag ist nächstes Jahr im April erst. Das heißt noch ein gutes halbes Jahr bis dahin. Und ich habe ihn für den bestellt und ich habe ihm den schon vorzeitig geholt, also jetzt schon, weil er hat auf jeden Fall spätestens nach dem Rückwärtssalto den Hack von seinem ersten Roller auf jeden Fall gegeben. Und ja, jetzt nach 5 Monaten kriegt er seinen Traumroller für 800 Euro. Ich habe ihn auch hier, Leute. Ich kann euch mal kurz zeigen, ist angekommen. Das Paket ist direkt fertig zusammengebaut. Ich habe es ja schon aufgemacht. Das Ding ist krank. Ihr seht es gleich, wenn Jinx dann von der Schule nach Hause kommt. Dann werde ich zu denen gehen und sagen, wie, du hast zu Mama gesagt, du willst für 800 Euro einen Roller, spinnst du und so, Junge, du bist 12 Jahre alt und so weiter. Und dann mal gucken, wie er reagiert. Und ja, danach werde ich sagen, geh in dein Zimmer jetzt, dies, das. Und dann werde ich das Paket ins Wohnzimmer stellen und dann werde ich ihn wieder rufen und werde sagen, ah, Jinx, ich wollte noch übrigens sagen, da ist ein Paket für dich angekommen. Und dann soll er das auspacken und mal gucken, wie er reagiert. Ich bin so gespannt. Was geht ab? Nur so, ich wollte mal nur fragen, Junge, bist du eigentlich komplett behindert? Nee. Du hast Mama gesagt, die soll dir für 800 Euro einen Roller kaufen. Junge, du bist 12 Jahre alt, 800 Euro Roller, willst du mich verarschen? Ja, aber ich mache mein Geburtstag. Ja, trotzdem, Alter, auch für Geburtstagsgeschenk ist das voll übertrieben. 800 Euro. Ja, aber ich kann meine Tricks nicht so leicht machen. Mit meinem Scooter, aber mein Scooter ist halt schwer. Deswegen wollte ich mir meinen Geburtstag haben. Trotzdem, Junge, 800 gesagt, Euro, Alter! Ja. Also, ihr müsst bei dem schon so. Ich hab auch Mama gesagt, ihr müsst bei dem schon. Aber du hast ja das gewünscht, so mäßig. Ja, Lisa, was machst du hier? Geh mal in dein Zimmer, hast keine Hausaufgaben? Ja, doch. Ja, also, warum kommst du und chillst dich direkt am und wirft dir seine Weste? Dann nimm mal deine Weste, geh in dein Zimmer, mach deine Hausaufgaben vernünftig. Schmeißt nicht direkt alles rum, kommt nach Hause, direkt Taschenmasche, alles hingeschmissen. Mach erstmal deine Aufgaben. Mhm. Und dann kannst du chillen. Okay, Leute, okay, das lief doch schon mal wie am Schnürchen. Jetzt nehmen wir das Ding hier. Das ist ins Wohnzimmer. Ah, da sieht man überall die Skate Pro. Ich muss das so hinstellen, dann erkennt er das, glaube ich. Genghis-san! Ja? Komm mal bitte! Da ist ein Paket für dich angekommen. Hä? Ja. Ich hab ein Paket. Ja, das für dich? Ich hab nichts bestellt. Ja, ich hab's aber bestellt. Was? Digga! Oh, Digga! Was? Genau wie du den dir gewünscht hast. Ich hab den zusammenbauen lassen. Ich hab den bezahlt. Was, Digga, guck mal, wie geil der aussieht. Der ist wild, ne? Ja, 800 Euro. 800? Ja, so einfach wie du den so wolltest. Einfach so? Ja. Guck mal, diese Du hast den Hack von deinem ersten Roller auf jeden Fall gegeben. Dann dachte ich mir, mache ich mal eine kleine Überraschung für dich. Digga. Wo ist Danke, Junge, Mann? Der ist mit seinem Roller beschäftigt die ganze Zeit, damit du mich verarschen hast. Was, Digga? Der hat da noch so eine Tüte drin, ja? Da ist der krasseste Scooter von der Welt. Der ist wild, ne? Ja, guck mal, der hat sogar noch so ein T-Shirt dazu gegeben. Was?
Sticker. Tschüss. Hast du bei Skatepro bestellt? Ja, hier, ich habe diese Dinge nachgemacht, damit du das nicht direkt erkennst. Guck hier, Skatepro. Ach so. Ist doch da, wo du wolltest. Das ist doch der Roller. Du hast ihn doch zusammengestellt selber. Das ist doch der, den du mir geschickt hast. Ja. Was? Das sind die ganzen Sachen dazu. Ich weiß nicht, Ersatzteil oder so. Ich wollte diese Schraube aufschneiden. Leute, die von Skatepro tun noch so. Wo ist die denn? Da. Aber der ist schon zusammengebaut. Die haben noch so eine Brille dazu gepackt. So ein T-Shirt. Leute, das ist keine Produktplatzierung. Das ist keine Werbung. Ich habe den Roller nicht geschenkt bekommen. Ich habe den von meiner eigenen Tasche bezahlt. Ja, dachtest du vielleicht erst am Geburtstag, ne? Sei ehrlich krank, ne? Ja, Junge. Ey, warte kurz. Geil. Ich muss das Sticker direkt auf mein Handy machen. Sag, wer hat den besten großen Bruder der Welt? Du natürlich. Du bist der beste. Nee, ich hab keinen großen Bruder. Nein, du bist der beste. Ich hab gesagt, wer hat den besten großen Bruder? Ja, natürlich du. Bruder, du hast immer noch nicht gecheckt. Du musst sagen, ich hab den besten großen Bruder. Ja, ich kann nicht mal richtig reden. Der ist mit Sticker-Creme beschäftigt. Boah, der sieht aber echt krass aus, Digga. Guck mal, weißt du, wie teuer das Deck ist? Allein das Deck kostet 300 Euro, ein Apex-Deck. Die Kronos Titanbar kostet so 180 Euro. Ja, du hast, ich hab doch so gesagt, teuer, zeig mir mal den Roller, den du zusammengestellt hast. Erinnerst du dich, vor ungefähr 2 Wochen hast du mir das geschickt gehabt? Ja, genau, das ist der. Ja, und dann habe ich den so bestellt, wie du ihn wolltest. Boah, guck mal unten, wie wild das aussieht von unten. Oh, Apex. Apex-Deck, Digga. Und diese Native Fork ist auch so geil, ne? Ist von Native. Aber ich verarsche dich ein bisschen. Aber können wir nach Fantic fahren? Das ist so ein Laden hier. Weil die Bar ist. Und ich will die Bar ja. Es gibt richtig viele Profis haben die Bar bis hier. Oder bis hier, also der Lenkrad. Und ich will die Bar bis das hier. Das Lenkrad. Haben, so. Ja, das Lenkrad. Und ich will die kürzen lassen. Tiefer? Ja, die machen Kürzen für 10 Euro oder 15 Euro. Können wir das da machen, bitte? Ja, normal. Weil das ist viel zu groß. Ja, Digga, wenn ich 800 Euro dafür gezahlt habe, können wir das auch noch kurz kürzen für 10 Euro. So. Und klein sieht der geil aus, aber so sieht der auch schon. Digga, mein Schatzi. Weil keine Frau auf dieser Welt ist schöner als das. Außer Mama. Stark, wichtig. Wichtig und richtig. Richtig und richtig. Leute, Jinxan ist übrigens auf TikTok aktiv. Ja, der hat da einen Roller-Scooter-Account, wo der Motivations- und Box-Videos macht und Roller-Videos, wo er seine Tricks zeigt und die immer verbessert. Und jetzt hat er den besten Roller, um die geilsten Tricks zu machen. Guck mal, die Grips sind einfach ein richtig schönes Blau. Ich hätte niemals gedacht, dass das Blau so ist. Das ist echt sexy, muss ich sagen, wirklich. Also, das passt alles so gut zusammen. Das Geld ist mir definitiv nicht zu schade, vor allem nicht, wenn ich meinen kleinen Cool. Bruder unterstütze in seinem Hobby. Ja, Mann. Guck mal. Der ist sogar kurz vorm Kaputtgehen, die Räder. Guck mal, das ist schon am Snappen. Guck mal, das Hinterrad. Egal, dann würde ich sagen, gehen wir direkt den Roller mal testen und du fährst dir mal eine Runde ein. Können wir erstmal nach Fantic fahren, dann können die das auch sehen. Das ist nicht weit weg, das sind so 15 Minuten entfernt. Aber so will ich nicht fahren, das ist zu groß. Ja, wie soll ich Nein sagen? Heute machen wir. Was? Ich schwöre, ich küsse dein Herz. Was du eben geholt hast, ne? Vor meinem Geburtstag. Das ist so krass, Digga. Nur, du hast ein halbes Jahr bis zu deinem Geburtstag. Einmal die Ehre von dieser Brille. I'm crazy like a fool. While my daddy. Hier halt dein Roller im Thumbnail und mach größte Freuden. Halt mal kurz, halt mal kurz. So, ich mach so einen auf, ich geb den dir und du freust dich, okay? Du freust dich, Junge. Oh mein Gott, Digga, was? Ja, das ist gut, mach das nochmal. Okay, 3, 2, 1. Ich bin auf Kacke. Daddy cool. Ja.
war geil, ne? Wann hast du den bestellt eigentlich? Vor einer Woche, vor 10 Tagen. Was? So schnell? Ja, vor 10 Tagen ungefähr. Tschüss. Die Sushi stehen mit Sushi, hier Pizza und Burger und hinten klassisch. Die anderen kannst du dir ja aufnehmen. Hier mein Armband. Auch mein und dein T-Shirt. Ja, aber das ist mir zu klein, safe. Willst du mal anziehen? Der bei dir reicht oder so. Nein, wird nicht reichen. Wenn er passen würde, wäre das Geld zu meinem Scooter. Nicht. Der größte, das aussieht wie sein Muskel-T-Shirt. Ja, meine Freunde, wegen den Ohren, mich breit in einem Brustrückenunfall, habe ich natürlich Schwierigkeiten, durch die Tür zu kommen. Deswegen müsste ich immer seitlich hier durch die Tür gehen. Ich glaube, es ist locker. Digga, auch noch 700 Euro ist. Hä? Yemin et. Valla billa. Ich hab 800 Euro bezahlt. Sokakta mı topluyorsunuz oğlum bu parayı? Ya aber ist doch... Amına koyayım 600, 2 teker, 1 direksiyon. Neresi 800 lira bunu amına koyduğum buralarının? Valla sen Titanus. Sikerim Titanu amına koyayım. Altın kaplama mı bu?